Völlig überraschend gab es zu The Sims 5 in den letzten Tagen Neuigkeiten, die die Sims-Community in Aufruhr versetzt haben. Ob das für die Sims-Zukunft kritisch sein könnte, will ich in diesem Video einordnen. Als ich das vor ein paar Tagen mitbekommen habe, war ich im ersten Moment wirklich schon ein bisschen besorgt um The Sims 5. Und zwar hat der leitende Produzent von Project René, aka The Sims 5, Grant Rodiak, seinen Rückzug bekannt gegeben. In seinem Abschiedspost hat er The Sims jetzt nicht genauer erwähnt, hat aber gemeint, dass er sich neuen Herausforderungen widmen will. Und für EA ist es gerade schon echt blöd, weil sich so ein Producer hauptsächlich darum kümmert, dass die verschiedenen Teams, also das Art-Team, das Gameplay-Team und so weiter, dass die ineinander arbeiten, dass alle irgendwie vorankommen und dass so ein Spiel dann auch wirklich irgendwann zu einem richtigen finalen Produkt werden kann. Was mich beim Lesen wirklich stutzig gemacht hat, ist auf jeden Fall der Fakt, dass er EA schon verlassen hat, bevor er überhaupt einen neuen Job hat. Für mich wirkt es ehrlich gesagt nach einem schlechten Zeichen. Es kommt jetzt so rüber, als hätte er EA einfach möglichst schnell verlassen wollen, obwohl er ja gerade noch gar nicht genau weiß, wie es bei ihm dann beruflich weitergeht. Jetzt kann man natürlich ein bisschen spekulieren. Auf der einen Seite könnte es sein, dass er schlicht und ergreifend einfach keine Lust mehr auf die Sims hat. Er ist ja schon so grob seit 2007 mit dabei. Und da ist es dann wahrscheinlich auch normal, dass man irgendwann einfach ausgebrannt ist und auch wenn man die Sims liebt, irgendwann vielleicht einfach mal Lust auf was anderes hat. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch sein, dass er halt einfach unzufrieden mit der Entwicklung ist, vielleicht die Teams nicht funktionieren, EA irgendwie mit reinfunkt. Das wissen wir natürlich alles nicht, wie das Behind the Scenes bei EA so abläuft, aber ich finde, es kommt schon ein bisschen so rüber. Auch zum Beispiel in der Entwicklung vom Basisspiel gab es innerhalb vom Sims-Team ordentliche Probleme. Hier gibt es wohl Zitate, dass die Entwicklung ein einziges Chaos war, das Studio chaotisch war und viele Mitarbeiter einfach sehr frustriert waren, was ich sehr spannend fand. Vielleicht ist auch ganz spannend zu erwähnen, dass Grant Rodiak allgemein in der Community nie wirklich krass beliebt war als Entwickler. Es war oft so, dass sein Ton auf Twitter manchmal von vielen als ein bisschen streng wahrgenommen wurde und er auch gerne mal Features, die bei der Community sehr beliebt waren, irgendwie selber anscheinend doof fand und manchmal schlecht geredet hat. Ich glaube, die wichtigste Frage, die ihr jetzt alle im Kopf habt, ist, ob die Kündigung von Grant jetzt vielleicht auch Auswirkungen auf The Sims 5 hat, ob es dann später erscheinen wird. Und klar, der Producer ist auf jeden Fall eines der höchsten Positionen so in der Spieleentwicklung, aber EA hat natürlich sehr viel Geld, ist ein milliardenschweres Unternehmen. Und auch wenn diese wichtige Position jetzt gegangen ist, werden sie wahrscheinlich recht schnell irgendeinen Nachfolger finden, der dann die Rolle übernehmen wird. Es kann sein, dass jetzt in dieser kurzen Zeit die Entwicklung nicht in voller Geschwindigkeit weitergeht, das ist schon klar. Aber ich denke, langfristig wird das jetzt kein großes Problem für die Zukunft von The Sims 5 darstellen, auf jeden Fall. Bevor es weitergeht, bei Instant Gaming könnt ihr an meinem derzeit laufenden Gewinnspiel teilnehmen und ein Pack nach Wahl gewinnen und auch allgemein auf The Sims 4 und andere Spiele ordentlich sparen. Link ist in der Beschreibung. Mir ist im Zuge vom Schreiben dieses Videos jetzt auch so ein bisschen aufgefallen, wie niedrig eigentlich der Hype um The Sims 5 aktuell ist. Ich habe das Gefühl, als wir die ersten Videos zu Project René gesehen haben, waren viele auf jeden Fall sehr gespannt und auch gehypt. Es haben auch andere große Spieleseiten darüber berichtet, aber jetzt so ein paar Monate später hört man irgendwie gar nichts mehr zu The Sims 5. Ich würde an dieser Stelle sogar so weit gehen und sagen, dass es vielleicht auch ein kleiner Fehler war, schon so früh erste Szenen zu The Sims 5 zu zeigen. Ich persönlich liebe es ja, dass sie diesen Schritt gegangen sind und uns in die Entwicklung so mitnehmen, aber ich habe das Gefühl, dass der normale Sims-Spieler, sage ich jetzt mal, der nicht so tief in der Materie drin ist, sich einfach bis jetzt noch gar nichts unter dem nächsten Sims-Teil so richtig vorstellen kann, weil man ja auch noch keine ersten richtige Gameplay-Konzepte gesehen hat oder auch noch keine Hauptfeatures, die so ein Sims-Teil immer besonders und irgendwie einzigartig machen. Und wahrscheinlich wird dann auch das große Interesse und vielleicht damit dann auch der Hype erst kommen, wenn es richtige Trailer gibt, man richtig was über das Spiel weiß und das ist ja in dieser frühen Phase der Entwicklung noch nicht der Fall. Ich habe bei euch auch viel wahrgenommen, dass ihr einfach so ein bisschen Angst vor The Sims 5 habt und gerne bei The Sims 4 bleiben würdet. Klar, wir haben alle super viel Geld für The Sims 4 ausgegeben, keine Frage. Aber auf der anderen Seite bin ich auch langsam so ein bisschen von The Sims 4 gesättigt.
Und nach 10 Jahren freue ich mich dann auch einfach, wenn mal so ein grundlegend neues Sims-Spiel kommt, welches auf jeden Fall ganz viele frische, neue Ideen mit reinbringt und dann auch einfach mal die Grundbasis, die bei die Sims 4 leider mittlerweile schon echt angestaubt ist, auch einfach mal wieder aktualisiert wird und darauf dann neue, coole Packs irgendwie aufbauen können. Wie ihr das so seht, ob ihr jetzt vielleicht ein bisschen Angst um die Zukunft von die Sims 5 habt oder ob ihr einfach an die Sims 4 weiter festhaltet, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.